uns jetzt gerade wo? Ja, bei RJH Reisemobile, ein im Schwarzwald, im Nordschwarzwald ansässiges Reisemobilunternehmen. Seit 20 Jahren am Markt, seit den letzten 2-3 Jahren, sage ich mal, offensiver im Bereich Reisemobile, davor sehr lange im Sonderbau und im anderen Fahrzeugbau tätig. Ich habe das noch nie so wahrgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Reisemobile bauen wir schon seit über 10 Jahren, aber dann tatsächlich immer wieder so auf Bedarf und in individueller Form und seit 2 Jahren eben stärker in einer Kleinserienproduktion. Deswegen haben wir 3 Modellreihen. Den Ambition, das ist der sogenannte kleinste, in dem wir gerade sind. Ja. Den Excellence, das ist die mittlere Stufe, da reden wir schon von 18 Tonner LKWs. Okay. Und der Independence, 24 Tonner, noch größere, da reden wir von 10 bis 12 Meter großem Fahrzeug. Hier sind wir jetzt in Ambition. Wichtig ist, RJH, wir bauen immer mit Slide-Out. Das heißt, okay, wenn Sie bei uns ein Fahrzeug fahren, kaufen, ordern, ist der Slide-Out immer automatisch mit dabei. Und bei diesem Auto ist ein 7,2 Tonner mit einem 80 cm tiefen Slide-Out, haben Sie trotzdem noch 1,7 Tonnen Zuladung. Das ist ein Wert, den finden Sie auf dem Markt nirgendwo mehr. Super. Also es hat natürlich auch ein irre schönes, großes Raumgefühl. Und vor allen Dingen auch vom Ambiente gefällt mir das gut. Also ich finde das, das finde ich sehr schön, sehr geschmackvoll. Mit dem Holz. Das ist auch hier wirklich alles Haustechnik. Wir verbauen quasi nicht Campingtechnik, wenn ich das so salopp sagen darf, sondern das ist wirklich entsprechende Küche mit allem, was man sich so vorstellt. Das ist wirklich eine Granit-Echtsteinplatte. Hier die Spüle, alles Haustechnik, ebenso auch hier, ist im Bad genauso. Ich die schöne Uhr gleich daneben liegen. Ja, genau, die geht aber nur zweimal am Tag richtig. Okay. wir hatten vorhin einen Kunden, der hat sich unsere Technik angeguckt und hat dann gesagt, Mensch, selbst die Technik ist ja Haustechnik. Also, ja, es ist wirklich so, wir bauen hier entsprechend im Schwarzwald mit Haustechnik, können uns das leisten aufgrund der Art und Weise, wie wir mit dem Gewicht umgehen. Ja, das ist ja mal das große Thema Gewicht, ne? Aber dafür ist es halt dann solider, es ist halt doch immer dieses Stückchen besser in der Qualität. Okay, und das da oben ist ein Hubbett? Das ist ein Alkoven, genau. Ja. Ist jetzt nicht gigantisch groß, ist eine 1,40er Tiefe. Da haben wir noch dieses Stück, das würden wir quasi hier in die Mitte setzen, wenn ich das kurz zeigen darf, dieser Tisch. Der ist mit einem Handgriff quasi, kann man den runtersetzen, dann würde man das Polster, was man gerade gesehen hat, hier drauflegen. Okay. Dann haben Sie hier eigentlich eine schöne große Lounge-Area zum Chillen. Ich sage eigentlich immer, ich würde das Auto so benutzen, ich würde den Tisch runterfahren, hier immer diese gemütliche Ecke haben, draußen, klar, bei Sonne, nicht bei Regen, draußen essen und mich hier dann reinwerfen, um Musik zu hören. Ja, ja, braucht man den Tisch nicht unbedingt. Genau. Genau, ja. Sehr großzügig, also das ist schon richtig cool. Slide-Out, ne? Ist eine Droge. Ja. Also einmal Slide-Out, nie wieder ohne. Ich darf seit 8 Jahren Slide-Out fahren und ich muss gestehen, wenn ich dann in einem schönen Reisemobil bin, mir fehlt trotzdem immer die Breite. Ja, ist natürlich eine schöne Sache, weil einfach viel mehr Raumgefühl entsteht. Ne? Absolut, ja. Genau. Und hier hinten haben wir... Also das Master-Schlafzimmer mit 2 Meter Tiefe, da liegen jetzt 2 1 Meter breite Matratzen drauf, also haben sie wirklich 2x2, insgesamt Breite 2,30 Meter, also wirklich ausreichend Platz. Der Raum hinten wird auch separat gesteuert mit der Heizung, das heißt, da kann man die Heizkraft ein bisschen runterfahren, dann hat man es hier ein bisschen wärmer, zum Schlafen ein bisschen kühler. In der Variante jetzt hier auch mit gut, eigenem das ist echt gut. TV. Genau. Okay, ich zeig's nochmal gerade. Jawohl. Ich kletter mal ein bisschen hier hoch. Sehr groß. Von den Materialien her, alles was Sie hier sehen, was verbaut ist, ist das Fahrzeug vegan gebaut worden von uns. Das war quasi für die Messe so unser Ziel, ein veganes Modell zu bauen. Man muss kein veganes Modell buchen, aber hier ist es kein Leder verbaut. Die Materialien sind quasi, die Kleber vor allen Dingen, haben wir darauf geachtet, dass das nichts mit organischem Material zu tun hat. Wir können jetzt nicht sagen, was das Fahrgestell angeht, dafür sind wir natürlich, können wir jetzt keine Garantie übernehmen, aber das, was wir verbaut haben, ist in dem Fall vegan. Möchte aber jemand andere Oberflächen haben, kein Mikrofaser, kein Kunstleder, sondern echtes Leder, andere Materialien, dann sind die auch kostenneutral. Das heißt, man kann also hier andere Farben auswählen, so wie man das möchte, dann bekommt man das auch. So, jetzt gehen wir nochmal in das, oh, schöne große Bad. Ja, das ist natürlich toll. Wahnsinn, ja.
Genau, ein vollwertiges Bad, vor allem eine vollwertige Dusche. Ja. Da können wir, wenn Sie möchten, auch ganz reingehen. Wir haben dann quasi auch hier Haustechnik verbaut, also Keramik und auch die Wasserhähne und so weiter, alles aus dem Haustechnikbereich. Ja. Groß. Sehr groß, sehr geräumig. Toilette. Das ist eine Kassettentoilette, Keramik. Gibt es die auch buchbar mit Trockentrenn? Ja, Sie können der hier... Der Trend geht ja doch immer genau, weiter dahin. Genau, das haben wir gemacht. Und was wir machen können, ist, das wird im Augenblick bei uns auch relativ viel genommen, ist tatsächlich mit Festtank und als Zerhacker. Hm, okay, alles klar. Dann hat man mal so eine Alternative, das stimmt. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Achtung, die Tür. Zum Fahrerhaus, können Sie da noch was sagen? Zur Technik meine ich, das interessiert ja immer so ein bisschen die Männer. Genau, auch. Ja, also in dem Auto ist natürlich ein Wechselrichter eingebaut, 2000 Watt. Wir haben eine Gelbatterie, PV-Anlage oben auf dem Dach. Also ich würde jetzt nicht von einem autarken Auto sprechen. Man kann es buchen, aber im Standard wäre es jetzt nicht ganz autark. So wie es jetzt hier dasteht mit den Gelbatterien, der PV-Anlage. Ich war mit dem vergleichbaren Auto 5 Tage an der Ostsee, 3 Tage bin ich damit wunderbar autark ausgekommen, dann brauchen sie immer doch wieder mal Außenstrom. Also von dem her alles gut. Und wie gesagt, Victron verbaut, was die Elektrik angeht. Heizung ist eine Alde verbaut. Die Warmwasserheizung, wirklich Fußbodenheizung, wirklich toll. Fühlt sich wunderbar an. Glaube ich, darauf kann man sich sehr gut verlassen. Vielleicht dann auch noch, was die Wärme angeht, zum Slide-Out. Das ist ja alles gar nicht ohne Kältebrücke machbar. Aber wie sorgen wir dafür, dass es trotzdem warm bleibt? Sie haben oben eine Heizmatte drauf. Das heißt, bei Schnee und Eis sorgt die dafür, dass es trotzdem schmilzt. Das heißt, Sie können jederzeit den einräumen, müssen nicht erst noch oben irgendwie was freischaufeln, sondern können jederzeit los. Und von unten ist quasi die alte Heizung, ist hier ringsum auch verbaut. Und wir nutzen dann diese Wärme unterm Slide-Out mit Hochleistungsventilatoren, dass die quasi dann nach vorne blasen. Das heißt, wenn Sie mal hier einen Wind spüren, dann ist er zumindest warm und nicht kalt. Das hört sich gut an. Genau. Also sehr, sehr schönes Auto. Und zum... Was ist das für ein Motor? Jawohl, ich habe jetzt gar nicht vorne drauf geguckt. Genau, das ist der Iveco Daily mit dem großen Motor. Das heißt, wir haben hier 3 Liter, 210 PS, Automatik. Und jetzt bei dem Modell, so wie es hier steht, auch volle Hütte, was jetzt die Assistenzsysteme angeht. Das heißt, der hat den Abstandstempomat und Assistenzsysteme. Also der hat wirklich alles, was man braucht. Eine Rückfahrkamera, hinten noch Pieper. Ich sage immer in der Beratung, dann denken nicht nur unten piepsen, sondern im besten Falle oben auch. Ja, Sie fahren unten nichts an, aber oben der Ast, der macht dann trotzdem Kabumm. An solche Kleinigkeiten, da dürfen wir dann im besten Fall den Kunden ein bisschen beraten. Sehr schön. Finde ich ganz toll, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben für mich. Sehr gerne. So spontan wie es war, hat es mir Spaß gemacht. Ja, genau. Das hat auch gut gepasst jetzt sehr gerade. Gerne. Ja. Also haben Sie herzlichen Dank.